So, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. So, ich zeige euch mal auf der Karte, wo wir jetzt sind. Ich habe in der Zwischenzeit alle Tierhäute von Landtieren besorgt und habe da alles hergestellt. Ich glaube, das waren irgendwie so ein paar mehr Rauchbomben oder irgendwie sowas. Also nichts irgendwie Weltbewegendes. Und ansonsten, ihr seht es immer von der Karte her, wir sind jetzt hier unten am Arsch der Welt. Ganz unten südwestlich. Blackbards Schachzug. Gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. Hier steht in so ein Schiff rum. Fahren wir mal hin, würde ich sagen. Auf Geil, nehmt Druck vom Baum. So. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Ich weiß nicht, warum es geht. Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Was, sind wir jetzt hier der Kai oder was von ihm? Kann auch nicht wahr sein. Ja, die Jackdaw. Exzellent. Ja, natürlich die Jackdaw. Achso, ja, und ich habe unsere Breitseitenkanonen noch minimal verbessert. Ich glaube, jetzt haben wir 3 Kanonen mehr. Ich glaube, statt 18 haben wir jetzt 21 oder sowas. Also macht jetzt auch nicht viel aus. Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert. So, bevor du jetzt mir irgendwann den Plan erklärst, wo müssen wir. Ach du Scheibenkleister. Was? Okay, fahren wir mal dahin. Vor dem Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Eieiei, hier ist ja ein richtiger Wind. Bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's ein. Du bist auf meinem Schiff, Alter. Mach mal nicht hier so einen großen Großkotz, Alter. Ich hab hier 20 Mann, die dich liebend gerne in die Hölle schicken, Alter. Haut da raus, Alter. Droht mir auf meinem eigenen Schiff. Das mag ich ja. So, was müssen wir jetzt machen? Vom Wind abfallen. Alter, den Wind ist ordentlich, Freunde. Was sollen wir denn jetzt machen? Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Ja. Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Was sollen wir machen? Ups, falscher Knopf. Okay, jetzt geh mal weg hier, Mann. Was labert er mich denn jetzt hier voll? Ist er französisch gewesen oder was? Halt die Fresse, Mann. So, wir tauchen mal unter Wasser, dass die uns nicht sehen. Also theoretisch müssten die uns sehen, wenn die mal Augen im Kopf haben, aber machen sie anscheinend nicht. Das ist schon mal gut. So, jetzt kannst du wieder auftauchen. So, ich würde sagen, wir gehen mal von rechts ran hier. So, wir müssen irgendwo hoch zur Flagge. Ich glaube, vorne am... Nein, vorne. Hallo. Vorne am Bug des Schiffes. Da sind wir ja Wachen, Freunde. Das ist gut. Como foi a maior parte da nossa frota, senhor? Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são navios mercantis. Wie wir da hochkommen? Also, wir müssen da in so einen Mast besteigen. Aber wie wir das machen? Sim, senhor, exatamente. Jetzt halt mal die Klappe, Alter, wer... Das sind Portugiesen, ah, jetzt versteh ich's. Habt ihr also vom drüben vom Schiff schon gehört, oder was? So, die beiden arbeiten hier ewig. Das wird nichts, Freunde. Vielleicht muss ich doch von hinten rangehen. Okay, ich versuch's mal von hinten, bevor wir jetzt hier irgendwie eine Riesenschlägerei irgendwie vom Zaun brechen. Ich glaube, wir dürfen das sogar. Ich glaube, wir dürfen ja auch alle niedermetzeln, aber, das ist quasi nur so ein optionales Missionsziel wieder hier. So, wir machen es mal folgendermaßen. Wir bleiben mal hier. Und irgendwann kommt dieser Typ da mit der Lampe. Ne, der jetzt hier rechts vom Schiff irgendwie langläuft. Irgendwann kommt der zurück. Und dann hauen wir den schon mal weg. Dann gehen wir rüber, hauen die beiden da weg. Ach, den scheiß Typen müssen wir auch noch weghauen.
Oh Mann. Okay, erstmal eins am anderen, Freunde. Wir versuchen es mal leise zu machen. Außerdem quatscht mich der Typ den ganzen Tag voll. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal umbringen. Ja, das hat ja super funktioniert. Und wieder ins Wasser. Dü-dü-dü, Freunde, dü-dü-dü. Ich bin's nicht gewesen, ne? Das war der Geist. Okay, beruhigt euch mal wieder. Das waren die Windböen hier in der Bucht. Da kam Stein geflogen, Mensch, der war so klein und da ist genau durch den Hals durchgegangen. Aber sie beruhigen sich wieder, Freunde. Das ist die Jute daran. Okay, wir versuchen es mal. Was hat denn mein Typ schon wieder gemacht? Okay, wer will was von euch beiden? Na, kommt. Okay, du willst zuerst sterben. Alter, wie viele Moves draus haben. So, dich schicke ich eigentlich... Ich würde dich eigentlich über Bord schicken, geht aber nicht. Okay, jetzt haben wir die unten schon mal platt. Jetzt machen wir hier noch einen auf oben. Können wir nicht irgendwie mit so einem Superjump hoch? Ja, hier können wir mit einem Superjump hoch. Zack. Und tschüss. Oh, er war schneller als ich. Die Sau, aber ich halte mir Leben aus. Am Arsch, Junge. So, wo ist denn die Flagge eigentlich? Ich glaube, bei uns oben müsste die sein. Was macht denn mein Typ hier schon wieder? Genau, da haben wir sie. Okay, ohne Kämpfe war es jetzt nicht, aber es war relativ okay, Freunde, oder? Na gut, das war eigentlich nicht assassinenwürdig. Oh, guter Wurf, Jungs. Oh, guter Wurf. Ja. Komm, mach mal hier einen richtigen Jump ins Wasser. Zack. So, Munition holen wir uns jetzt nicht. Ist mir eigentlich jetzt kackegal. Ne, die zwei Schuss, auf die zwei Schuss können wir scheißen. Kriegen wir schon irgendwann wieder. Zu, Steuerrad erreichen, machen wir, Freunde. Und wenn mein Rechner schon wieder ein paar Mal rumgemuckt hat, werde ich jetzt versuchen, ein paar Mal zwischen... Was macht der denn hier ständig, Mann? Ein paar Mal zwischen zu speichern. Jetzt gleich zum Beispiel, wenn die mal irgendwann aufhören zu reden. So. Was sollen wir jetzt machen? Aha. Also wir sollen jetzt auf Deutsch hier durchfahren, haben aber jetzt die portugiesische Flagge an, richtig? Die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Du, por favor, senhor. Implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er ist begeistert. Ja, nee, ist klar. Hat sie genauso angehört wie Begeisterung bei dem Typen. So, wir fahren jetzt mal hier hinterher. Problem ist, wir können die ja eigentlich nicht wirklich überholen, oder? Dann sehen die uns bestimmt. Aufgehen, Segel reffen. So, da haben wir unser großes Schiff. Direkt voraus, sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Mann, das ist wieder so ein riesig großes Dingschiff, Alter, hier, Triebschiff. So, ich gehe wieder ins Wasser. Zack. Okay, Freunde, eigentlich siehst du das so. Wo können wir denn hier an Land gehen, wo wir erstmal Schutz haben? Ich glaube, da hinten... Podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá! É o próprio! Peço perdão pela minha resposta abrupta, mas sei ter mais notícias... Mano, eu fico aqui e fico aqui, né? É possível que estejamos infectados pela peste! O quê? A peste? So, die verdeckten Klingen auf jeden Fall wieder einstellen. So, wir müssen erstmal die beiden Typen hier rechts platt machen.
Wir können natürlich auch mal mit einem... Weißt du was, Jungs? Ich arbeite gleich mal mit einem Bersi-Pfeil. Das war doch perfekt, Jungs. Sie sind jetzt schön im Busch hier und niemand kümmert's. Das ist doch schon mal... Schon mal unglaublich gut. So, jetzt mal gucken, dass die laufen jetzt hier gleich hier durch und stellen sich jetzt gleich hier hin. Und da werden wir sie dann umbringen. Dann haben wir die nächsten zwei weg. Da kommen sie, ob sie die sehen uns nicht. Okay, das war schon mal ganz gut. Wir schleichen mal hier lang. Ich will mal gucken, wie es hier aussieht. Das sind theoretisch wieder zwei Leute, die wir umbringen können. Eigentlich können wir die draußen auch lassen, wie sie sind. Wir müssen ja eigentlich nur hier durch. Okay, wie machen wir denn das jetzt, Freunde? Können wir den irgendwie ranpfeifen? Na, nicht wirklich, ne? Nee, nicht wirklich, Freunde. Okay, wollen wir mal den Bersi-Fall ausprobieren? Komm, Jungs, wir probieren mal den Bersi-Fall aus. Wie war das jetzt nochmal? Ne? Ah ja. Rauchbomben, Schlaffall, Bersi-Fall. Auf wen machen wir denn? Auf den Fetten, ja? Bin mal gespannt. Okay, wisst ihr was? Wir warten das da nicht ab. Wir rennen jetzt hier einfach außen rum. Ja, weil die jetzt abgelenkt sind. Machen voll. Ich wollte eigentlich nochmal hochgehen, aber wir können es auch einfach erbeuten. Und da haben wir es. Die Jackdaw kommt auch, glaube ich, zu uns jetzt gerade. Ey, Jungs, das war ja voll Taktik und sowas. Guck mal, der Bersi ist immer noch am Leben, oder was? Alter Schwede. Oh, oh. Kurz untertauchen, dann sieht er uns nämlich nicht mehr. Und jetzt aufs Schiff rauf, komm. Und hopp, galopp, Jungs. Was denn jetzt? Ich muss anonym werden. Jetzt mehr. Große Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er ist tot, Mann. Friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Ist doch mal eine Zahl, Jungs, ne? Einfach alle. So, wir müssen jetzt irgendein so ein Schiff da hinten verfolgen. Und wir fahren gerade auf irgendwie ein paar Schiffe drauf zu. Das ist natürlich auch relativ ungünstig. Stimmung locker. Kappsegel rennen. Fuck. Das ist eine Sackgasse, Freunde. Können wir rückwärts fahren? Können wir rückwärts fahren? Fahren wir rückwärts fahren? Wie klein da auf jeden Fall gerade ran? Mist, Verfluchter. Okay, da müsst ihr jetzt aufpassen. Weil da, wenn wir jetzt nicht durchkommen und wenn wir zu viel rumrammen da, dann entdecken die uns logischerweise. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wir können natürlich mit dem Schiff nicht rückwärts fahren. Ist ja logisch, wie willst du das machen? Also nicht wirklich, glaube ich, ne? So minimal kann man vielleicht was dran ändern mit so ein bisschen, aber theoretisch könntest du auch die Ruder rausholen und ab geht, ja? Alles, was wir haben. Warum müssen wir eigentlich schon wieder so ein übelst großes Kriegsschiff angreifen, Mann? Ereignis ansehen, was sehen wir uns denn an? Männer, die denselben Weg gingen und davon abkamen. Wir sind aus härterem Holz, Ade. Echt, ey, wir haben Eiche. Okay, wir müssen auf jeden Fall rechts rum. Wir müssen aber gucken, wo das große Schiff lang fährt. Da fahren wir dann auch lang, sozusagen. Und glaub nicht zu schnell. Jetzt kommt uns ja gleich auch so ein Schiff entgegen. Da müssen wir auf jeden Fall auch ausweichen. Leicht vom Wind abfahren. Genau, da außen fährt das Schiff lang. Und dann fahren... Oh, oh. Dann fahren wir auf jeden Fall auch hier lang.
Nicht tot. Paar zulegen. Alter, wie viele Portugiesen sind denn hier am Start? Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Also wir klauen das Schiff. Da hier Bock drauf, Freunde. Die neue Jackdaw dann. Mann, Junge, du sollst einfach nur ins Wasser springen. Ja, los. Komm. Du schaffst das. Und wie ihr seht, wir haben auch schon wieder 20 Schuss, ne? Also wurde einfach sozusagen geupgradet. Wir haben einfach wieder welche dazu bekommen, obwohl wir nichts gemacht haben. Warnung und Sperrgebiet. Okay, wenn ich schnell bin, kann ich die Typen auch platt machen. Lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Und nicht mit deinem Entengarn, sondern richtig. Okay, das war schon mal ganz gut. Ich glaube, ich würde schon wieder mit so einem Bersi-Fall arbeiten, Freunde. Hier, ja, linke Ohrläppchen. Zack. Okay, der lenkt die jetzt alle ab. Hey, der wurde einfach umgebracht. Was ist das denn? Scheiße, Freunde, okay. Das hat nicht so geklappt. Na komm jetzt, zack. So, sind sie eigentlich theoretisch alle im Busch. Was sieht eigentlich ganz gut aus. So, wir müssen jetzt noch den Ausdruck platt machen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Einfach hochtiegeln und ab geht er. Kannst du mal in die andere Richtung gucken, bitte? Nee, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Ach, scheiße. So macht man das, wo ich herkomme. Oh, warte mal, wir können ja auch mal über die Bäume gehen. Ja, zieh dich mal hoch. Kannst du nicht hoch? Doch. Ja. Oh, oh. Nicht Alarm, nicht Alarm. Na komm, 1 gegen 1. Okay, da habe ich klare Vorteile. Das ist natürlich ein bisschen unfair. So, Alarmglocke bitte sabotieren. Zack, da war, das war schon wieder relativ knapp, Freunde. Muss ich ja mal sagen. Relativ knapp Putinski hier. So, wir müssen jetzt hier durch. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Können wir nicht da links holen? Da kommen wir auch lang. Mit keine Deckung, wir haben mit keine Deckung. Hier haben wir wieder Deckung. Ich glaube, ich werde erstmal den Typen hier oben platt machen. É a tripulação de Estibórdio que está a fazer o tour nesta noite? Ou foste tu ontem? Por Deus, estou a perder a conta aos dias. Was war das denn? Okay, die suchen jetzt nach mir, weil sie den Kadaver gefunden haben. Scheiß drauf, wir laufen einfach hier hoch. Und tschüss. Na komm, greif an! Komm, greif an! Ist natürlich irgendwie ein bisschen einfach, ne? Mit den Blocken, ihr seht es ja selber. Ihr müsst einfach nur warten, bis die mal fertig sind. Und dann war's das. Wo
Und was sollen wir jetzt machen? Jetzt sollen wir auch noch... Ah, jetzt sollen wir die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Okay. Das verstehe ich, Freunde. Und hier können wir irgendwie rüber. Ja, das hat ja super funktioniert. Das hat auch super funktioniert. Okay. Keine Ahnung, was man da drücken muss. Was ich gedrückt habe, war auf jeden Fall falsch. Hört doch mal an, wie viele Batterien hier an Kanonen die haben, ey. Das ist ja nicht mal feierlich. So, der wird auf jeden Fall nicht lautlos passieren. Die Jungs, das könnt ihr schon mal direkt stecken. Und dann... Okay, und nur ein bisschen kämpfen hier. Und wie immer hilft uns das Blocken. Blocken ist echt OP, Freunde. Also Blocken... Das haben sie vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht. Jawohl, jetzt kommt er alle, wenn ich hier schon alt gemacht habe. Klasse. Was ein Plan, Freunde. Oh oh. Das waren Kanonenschüsse, Freunde. Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstation, an die Kanonen! Oh yeah, wir haben neue Schiff, Freunde. Und das kann auch richtig was, glaube ich. Lassen wir diese Bestie brüllen. Und was das Schiff kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis denne.